Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Fahrt in Train Sim World 3. Wir fahren von St. Austell nach Penzenz mit meinem Lieblingszug, den HST. So, wir machen da schon mal die Türen auf und machen den erstmal fahrbereit. Bitte nach vorne. ISD machen wir unisoliert, ABS auch. Da hätte ich gerne die Zugversorgung an. Geht die Drehzahl nach oben und Tagesscheinwerfer und Signal ist der. Okay, dann wären wir soweit mal bereit und da haben wir schon unsere Schönheit. Ach, das ist so eine schöne Lackierung, Majesty. Oder mit diesem GBR-Logo da drauf. Aber sie werden halt leider nicht mehr lange fahren. So. Dann können wir gleich mal losfahren. So. Bremsen lösen. Gut, dann wären wir abfahrbereit. Nehmen wir mal ein bisschen Leistung. Ist so eine, also neben der Liedertalbahn ist es wirklich eines der schönsten Strecken, die es für den Trains im World gibt. Leider nicht sehr lange. Könnte ruhig länger sein. Ich meine, im TS Classic gibt es die komplette Strecke. Ich hab da was vergessen. Shit. Hätte da hinlaufen können. Ah ja, vielleicht bei den nächsten Halte. Dieses Stellwerk sieht auch nicht mehr so in Betrieb aus. Senkt aus der Signalbox. Ja, ich glaube, wir können auf Stufe 4. 65 Meilen pro Stunde dürfen wir hier. Das erste. Mal schauen, wenn wir die Kamera einstellen werden. So, Signallicht da hinten sind auch in Ordnung. So habe ich das gerne. Und das erste Viadukt. Ich glaube, es war ein Viadukt. Ja, genau. Einfach geil von der Landschaft. Ja, dann würde ich sagen, maximale Leistung. Und den Sommer, glaube ich, werde ich mir von TS Controllers die HST Controller kaufen. Also quasi den Partner. Den Partner. Das wäre ziemlich geil. Und vor allem bei TS Controllers, da kannst du dann hier sogar einstellen, wie viele Notches du hast. Also 5 oder 7, glaube ich, sind es. Oder stufenlos. Da macht das Fahren dann gleich Spaß. So, Stufe 1. Mein ursprünglicher Plan wäre eigentlich gewesen, mit einem Nachtzug hier die Strecke abzufahren. Aber da habe ich dann irgendwie immer den Fehler gekriegt beim Start, ich wäre über Rot gefahren, obwohl ich mich nicht mal bewegt habe. Jetzt fahren wir halt mit einem HST. Und in unserer Wohnung gibt es jetzt einen neuen Mitbewohner, wenn man so will. Und zwar habe ich mir jetzt mal so einen Saugroboter zugelegt. Diesen Roborock S7 V Max irgendwas. Und der ist heute zum ersten Mal auch rumgefahren. Und ey, das ist schon ziemlich cool, was der so macht. Ich meine, ein paar Sachen hat er schon umgeschmissen. Also im Sinne von eigentlich nur das Katzenfutter und Wasser, das hat er irgendwie nicht erkannt. Und wir mussten ein paar Teppiche entfernen, mit denen er nicht glücklich war. Das ist ein kleines Übel. Und wo ich am meisten fasziniert war, sind die Katzen. Wir haben überhaupt keine Angst vor dem gehabt. Die sind sogar eher hingegangen und haben ihn bei der Putztätigkeit eher gestört. Aber es war dann interessant zu sehen, wie der Roboter dann wieder zurückgeht, dann geht er woanders hin. Katzen laufen hinterher und er sucht halt sich so seinen Weg. Und an der Stelle, wo das dann passiert, ne, da fährt er dann später nochmal hin, um zu schauen, ob er dann ungestört da durchfahren kann und hat wirklich alles
sauber ist. Sehr cooles Teil. Teuer, aber cool. Mal schauen, wie das dann im Langzeittest wird. In der alten Wohnung konnte ich den halt leider nie nutzen. Weil zu jedem Zimmer gab es einen größeren Absatz. Und so wie es zugestellt war, hätte es eh nicht rentiert. Aber die neue Wohnung ist stufenlos. Und verhältnismäßig sauber. Mal gucken. Ja, natürlich schön, wenn man das Saugen jetzt nicht mehr machen muss. Und die können sogar auch wischen. Finde ich voll krass. Aber das werde ich eher weniger nutzen. Ja, Stufe 1. Turo Bahnsteig 2, 10 Meilen. Es wird. Man geht halt richtig gut, dass es halt hier mal mindestens zweigleisig war. Ja, und ich für mich habe jetzt gerade den Last of Us Let's Play durch. Und jetzt ja, endlich mal wieder Zug fahren für mich. Also gut, ich habe zwischendrin schon ein bisschen DD2 gespielt. Aber jetzt mal so Gen Z World oder TS Classic ist jetzt mal noch lange mal wieder die erste Fahrt, die schön ist. Und keine Zombies oder sonstige Sachen, die einen umbringen wollen. Einfach nur will ich zufahren. Und das Gefährlichste hier einfach nur rote Signale sind. Oder belegte Gleise, ne? Wie letztens. Oh je, auf der Ami-Strecke. Ja, ich drücke ja schon. Ist jetzt aber relativ spät kommen mit dem DSD. Ich glaube, das jetzt jedes Mal so lange dauert. Sonst haben wir hier nichts Interessantes drin, was wir noch anmachen könnten. Leuchtung braucht man nicht. Nö, das ist schon an. Was ist denn eigentlich der LED-Test? Warum geht der immer noch nicht? Ah, das sind immer nur so Kleinigkeiten. Ich mache ich aber an. Wow, eine Belohnung. Sie haben die Beleuchtung angemacht. Stufe 2. Streckenform mag ich schon ein bisschen ausnutzen, wenn es geht. Doch die 3. Ja, auf der Strecke könnte ich es mir schon vorstellen, regelmäßig zu fahren. Also in echt jetzt. Also super geilen Ausblick hier. Ich würde mir generell besser gefallen, irgendwie auf dem Land zu fahren, als wie statt S-Bahn-Verkehr oder sowas. Man hat auch seinen Reiz, aber so in der Natur draußen ist doch irgendwie schöner. Sag mal, wie werde ich schneller? Stufe 4. Zeig, was du kannst. So, geht doch. Stufe 3 wieder runter. Ah, jetzt geht's eh wieder bergab. Kann es wieder ganz lassen. Ja, ja, ich bremse ja schon. Keine Panik, liebes Spiel. Kommt ja demnächst wieder eine neue Strecke raus. Für Trains in World. Und zwar diese East Midland Mainline.
Da bin ich mal gespannt, wie die so wird. Ich meine, die Midland Mainline ist eigentlich eine richtig fette Strecke. Aber ich glaube, in Transient World ist die Strecke relativ kurz. Mehr bremsen. Wir kriegen ja mit der Strecke den Class 43 mit der AP 185 Engine. Entsprechende Lackierung. Von der Lok die Class 66 ist mit dabei. Dann haben wir noch einen Dieseltriebwagen, der, was ist der für eine Nummer? Ich bin gerade parallel gestellt. 158. So, bremsen mal wieder kurz lösen. Und die Strecke selber, jetzt müssen wir mal schauen, da war gerade irgendwie eine Karte. Insgesamt 12 Stationen. Das ist ein bisschen wenig. Und die Kilometer sind... Wo stehen denn die Kilometer? Okay, ich muss noch meine Store-Page aufmachen. Wenn ich es dann parallel schaffe, ohne dass ich einen Blödsinn mache. Ah, geil. Steam macht mir die Seite wieder nicht auf. Steam, du bist manchmal echt furchtbar. So. Also, 40 Franken kostet die ganze Strecke. 37 Meilen ist das Teil lang. Ah, das ist wieder so kurz. Ja, ich drücke ja schon. So, komm. Man, die Midland Mainline, da gibt es ja von Just Train das Mega-Pack. Das sind, glaube ich, 200 Meilen oder so. Wenn nicht sogar mehr. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Beziehungsweise, ich könnte eigentlich mal gerade nachschauen. Just Trains Midland Mainline. Wie lang bist du? Also die Hauptstrecke, okay, das ist dann 36 Meilen von Sheffield Derby, also von Sheffield nach Derby sind 36 Meilen, dann die nächste Extension hat 55 Meilen mit 27 Stationen, dann haben wir noch, lass mal kurz schauen, nochmal 36 Meilen Anschluss. Der nächste Anschluss hat, mal schauen, 60 Meilen. Und die letzte Extension sind nochmal 40 Meilen. Und vom Aufbau her sehr interessant. Also bin ich ja schon ein paar Mal gefahren in TS Classic. Aber die Midland Mainline, gibt es da eine Übersicht, wie viele Kilometer das insgesamt sind? Midland Mainline, Track, Operation. Ah, siehst du jetzt gerade nicht. Egal. Ich tue mich jetzt mal da auf den Halt konzentrieren. Sollte ich, wenn möglich, nicht vorbeischießen. Die Strecke ist auch nicht gerade viel länger. Kann es sein, vielleicht 30 Meilen? Ich habe schon Pläne, was ich als nächstes wieder als Fahrdienstleiter machen werde, eventuell live in TD2. Und zwar werde ich mir mal Zori anschauen, das Level 10 Stellwerk. Eigentlich nicht allzu kompliziert, könnte aber ein bisschen was los sein hier. Und ja, wenn es mal am Abend frei ist, werde ich das mal streamen. Oder, je nachdem wann das Video hier rauskommt, ist es dann schon passiert. Da würde ich generell ein bisschen mehr Fahrdienstleiter machen. Ich glaube, das kommt eigentlich ganz gut an. Aber was anderes. So viele YouTuber, also es ist deutschsprachige YouTuber,
gibt es eh nicht, die das machen. Ich würde jetzt mit Sim, dass ein paar dazukommen. Aber das zählt nicht wirklich. Oh, und dann ist er auch noch 30. Warum? Langsam Fahrstelle. So, Meile noch. Würde ich ein bisschen mehr bremsen. Gehen wir mal auf Stufe 2. Naja, wäre schon mal die Anklinge 30. Ach, das ist davor ja noch. Oh, das nächste richtig schöne Viadukt hier. Oh, beweg dich. Da kann ich da nicht weiter noch. Ach, jetzt geht's. So. Da vorne in der Kurve, vermutlich. Und ich habe gegen den Motor gebremst. Aber das war mal wieder sehr schlau von dir. Und da ist der Bahnsteig. Und da rechts sehe ich wieder so ein Plakat, was ich aufhängen kann. Beziehungsweise so ein Streckenplan. Und da links auch. Moin, Kollege! So, wunderbar. Weißt du was, ich steig mal schnell aus und mach das. Ja, super Sprint! Und ich sehe, die KI hat mal wieder Spaß dabei beim Einzusteigen, dass das wieder sauber klappt. Hat das Sinn? Überraschend gut. Das wird das, was wir sonst immer so sehen. So, drei. Eigentlich auch noch spaßig auf das Gleis hier einzufahren. So, what's a look? Na, ah, wunderbar. So, bin ich Mann. Dann gehen wir gerade mal auf Stufe 3. Dann schaut es aber noch einige Abstellmöglichkeiten hier. Im Nirgendwo. Ich wollte gerade sagen, da sah irgendwie so aus, als würde die Treppe da direkt ins Haus reingehen. Ja, gut. Okay, haben wir Stufe 4. Bitte nicht durchdrehen. Wagen machen sehr interessante Geräusche. Das erlebt mich. Also wenn jemand das Spiel kennt, ich glaube Oxygen Not Included heißt. Und da hat es so Maschinen, die machen so ähnliche Geräusche. Du musst ja jedes Mal an das denken. Oh komm, Maximum Geschmack ist.
Wo wird es denn da vorne hingehen? Mal ein bisschen cheaten. Mal nachsehen, aber vermutlich komme ich eh nicht. Ja, ich komme eh nicht weit. Aber wir könnten eine Vorbeifahrt irgendwie machen. Eventuell da vorne in der Kurve. Ja, komm, oder da? Irgendwie so. Einfach schön ist jetzt mal. Wäre eigentlich ja noch spannend in Australien zu fahren mit der HST-Variante da unten. Sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber dann könnt ihr es mal abdicken. Habe ich mit beiden Varianten mal gefahren, dem Original und den Abklatsch in Australien. Dauert nur der Flug so lange nach da unten. Jetzt bei so Flügen würde ich mir am liebsten so eine Schlaftablette geben und dann einfach durchpennen, dass ich da bin. Stufe 3 ist gerade okay für die Steigung hier. Ja, weil ich gerade so die Landschaft ziehe, ne? Wo ich mir gedacht habe, da wäre es irgendwie ganz geil als Fahrgast auch einfach mal mitzufahren. Einfach nur um die Landschaft anzugucken. Da wäre die Strecke super. Nicht so wie den Russian Train Trip Simulator, den ich angezockt habe. Ja, also wenn, dann muss die Landschaft schon so aussehen wie hier. Ich sage, okay, da kann man so ein Spiel machen, wo man einfach einen Zugtrip macht. Aber das, was der Russian Train Trip Simulator da so macht, das ist fragwürdig. Vor allem der erste Teil, der ist speziell von den Fahrgästen her. Jetzt wär's mal als Beifahrer mit von meinem HST. Ein bisschen mehr Schmackes, machen wir die Nummer 4. TPWS hat doch auch noch irgendwo einen Hauptschalter, oder nicht? Wo wäre das? Ist der Ventilator? Ah, das wird jetzt viel. Nein. Wollte nicht aufstehen. Wo kann ich das alles noch Motor stoppt, war ich nicht. Ist. Gibt ja schon weniger Leistung. Ja, Tatsache. Da ist ein bisschen was an mit der Beleuchtung. So. Riecht denn das an? Muss ich mal ins Handbuch reinschauen. Ist aber eh ganz gut, dass es nicht an ist, weil sonst gibt es Zwangsbremsung wegen zu schnell fahren. Oh, by the way. Wir sind ja in England gerade fleißig dabei, ETCS auszubauen. Und da habe ich gerade so nebenbei mitgekriegt über das National Railway Museum, über deren YouTube-Kanal, dass eine Deltic und ein Tornado ETCS bekommen. Finde ich noch sehr spannend. Ich hoffe, das kriegen noch mehr, aber ich meine, für so Heritage-Fahrten oder generell für Fahrzeuge, die noch vorne ist, hat ETCS schon ein bisschen ein Pain.
wenn es doch ein bisschen teuer ist, sowas nachzurüsten. Das ist ja das gleiche wie in der Schweiz mit nicht der grauen Maus. Da heißt das RWE. Dieser, ah Mann. Mir fällt es gerade nicht ein, aber wir haben ja diesen historischen Triebzug da. Und er darf auch noch auf gewissen Strecken nur noch fahren, weil er halt kein ETCS hat. Zweimal noch. Ist ein bisschen schade, dass man bei die Custom-Szenarien keine Uhrzeiten einstellen kann. Das ist einfach immer nur anhalten, aber keine Zeit. Oh, und 40. Es ist kurz nach dem Halt. Haben wir da einen Gleiswechsel? Ganz gleich sehen. Ein bisschen mehr Schmack ist hier. Keine perfekte Fahrt, aber es passt. Machen wir die Klima an. Auch wenn sie nichts bringt. Oh, noch ein HSD. Moin, Kollege. Gute Fahrt. Und die Ankündigung für 40. Steig, wo bist du? So fies, wenn eine Kurve da vom Bahnhof immer ist. Ach, überhaupt eine S-Kurve hier. Sind hier schon. Oh. Okay. Und da ist auch der Bahnsteig. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen fester bremsen hier. Jo. Es wird verbremst. Ganz dezent. Aber wobei, na, da sind die DHs. Also, das ist aber 8K. So lang bin ich gar nicht. Gut, dann kann ich mal ganz kurz aussteigen, denn ich habe da wieder was gesehen. Ja. Viel Spaß hier beim Aussteigen. Stimmt ja. Nice. Bin ich noch ein bisschen zu früh für Eis, aber. Nice. Ist da hinten noch was? Sieht nicht so aus. Mensch, und der ganze Müll hier. Müssen wir aufräumen. Halt. Aber hier. Ich meine, wird bei mir eh nicht gespeichert.
weil ich halt regelmäßig Transient World zurücksetze. Aber Hauptsache, ich habe es einmal gemacht. Zödele. Geht gleich weiter, liebe Leute. Ich kann mir nicht ausdenken, was macht der Typ da. Komm, halt mich drauf. Dankeschön. So, lösen. Oh, 3,6, meine schon das nächste. Camboard. Echt so ein Local Service hier. War schon krass, wenn ich da wirklich mit 12 Wagen hier stehen bleiben, wie weit die da vorziehen. Naja, Bahnsteig ist halt dezent kurz. Das da für die Leute donnern muss. Direkt bei der Brücke, die damit die Dieselzüge drüber düsen. Leise ist was anderes. Aber vermutlich ist das so ähnlich wie mit den Flugzeugen, die ich bei der alten Wohnung hatte. Dass du es einfach irgendwann nicht mehr hörst. Aber so direkt unter der Brücke, wenn du da wohnst, ich meine, das rattert ja noch mit dazu. Da wird vermutlich die Miete de facto gar nichts kosten. Aber wenn du im Bett liegst, kostenlose Massage und das nach Fahrplan. Und beim nächsten Halt gibt es mal einen kleinen Cut für euch. Aber der ist minimal. Ich höre euch noch eine Sekundenpause. Aber ich muss mal ganz kurz wohin. Das ist ja der Vorteil von Transit World TS Classic. Da kann ich jederzeit einfach mal eine Pause machen. Das geht ja in TD2 nicht wirklich. Deswegen müsst ihr dann halt den Fahrplan, den Vordersleiter sagen, du musst mal kurz stehen bleiben. Dann machst du das, was auch immer du machen musst. Aber einfach so weggehen geht ja nicht. Außer du bist echt schnell. Dass du die Schuhbock nicht in Zwangsbremsung reinschmeißt. Aber ich bin gerade gestern. Was bist denn du? Achso, das ist nur Geländer. Ich bin gerade gestern einen Express gefahren. Mit einem längeren Fahrplan. Und da muss ich sagen, hatte ich einen PT mal kurz gehabt von 8 Minuten oder so und war vor der Zeit. Und dann habe ich ihm extra gesagt, hey bitte einmal kurz hier, ich will mein PT wirklich ausnutzen, nicht, dass du mich irgendwie durchschickst. Und das habe ich dann auch gemacht. Das war super. Ich drück ja schon. Oh, diesmal bitte nicht verbremsen. Ist ja gemein, wenn es halt nach unten geht. So. Das erste Stellwerk. Diesmal nicht.
das nächste Ding, was ich aufhängen kann. Ja, und rechts auch gerade. Passt gerade wunderbar von der Location. Okay, machen wir kurz die Türen auf. Und jetzt gibt's für euch mal ganz kurz einen kleinen Cut und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. Und so schnell geht's. Da bin ich wieder da. Ich kann aus der Pause rausgehen und jetzt werde ich mal schnell meine Plakate hier machen. Wenn sie ja eh schon hier in der Nähe sind. Wo sind wir jetzt nochmal? Truvo, oder? Dann ist ja nur noch ein Halt. Oder nee. Keine Ahnung. So, einmal das hier noch. Gut, ich könnte noch da hinten latschen. Ah, ich sehe ja gleich, was die nächste Station ist. Gut. Direkt zur Abfahrt. Hail. Ich finde es noch witzig, in der Schweiz gab es einen größeren Sturm. Da sind zwei Züge entgleist, beziehungsweise die wurden umgeblasen wortwörtlich. Und man ist jetzt ernsthaft am Überlegen, wie man Schmalspurzüge sicherer machen kann, wenn es so extrem windet. Ob man da wie so ein Frühwarnsystem oder sowas braucht. Und ob generell Schmalspur einfach unsicherer ist. Fand ich irgendwie sehr geil, als ich das gelesen habe. Aber ich glaube, das wäre schon denkbar, dass man sagt, okay, wenn jetzt extreme Windstärken sind, entweder wird gar nicht gefahren oder langsam. Wobei ich frage mich gerade, wie viel es dann bringt, wenn du langsam fährst. Weil die Fläche, was der Wind ja hat beim Zug, ist ja trotzdem die gleiche. Stellt euch mal vor, ihr seid auf dem Bahnhof und dann heißt es, naja, Zugausfall wegen zu starken Windes. Andererseits, bevor halt einer verletzt wird. Weit und breit einfach nur Natur. 60 und 50. Ja, shit, ein bisschen mehr bremsen. Ist jetzt nur die 60er Tafel oder hat die jetzt auch schon den 50 angekündigt? Aber praktisch, dass es gerade wieder bergauf geht. Macht ein bisschen leichter, damit wir nicht zu langsam werden. Ah, da vorne ist die Ankündigung. Okay. Stehst. Ja, doch, das glaube ich, gibt keine Fotos. Es war einmal ein Haltepunkt, jetzt nicht mehr. Haltepunkt für. Wie wow ist er da? Schade, wäre aber ein gutes Verkaufsargument gewesen, ne? Wenn du ein Haus kaufen hast, deinen eigenen Haltepunkt hier. Vermutlich nur einmal am Tag. Hat es in eine Richtung. Ja, ich drücke ja schon. Ein Stress. Ah,
Aber ich wünschte, man könnte rechts diese HUD-Anzeige noch kleiner machen. Oder generell, dass man irgendwie das HUD individualisiert einstellen kann. Das wäre praktisch. Wobei, ich müsste mal den Mod ansehen, der diese Katzenohren bei diesem HUD reingemacht hat. Eventuell, wenn ich mir das anschaue, wie der das da so gemacht hat, und das ist nicht allzu kompliziert, kann ich vielleicht den restlichen HUD anpassen. Das war mal eine Spielerei. Ja, Ankündigung 60, sind wir eh schon runter. Landschaftlich ist es schon eine Herausforderung, in die Bahnstrecke zu machen. Das war bestimmt nicht billig mit den ganzen Viadukten hier. Über 40 Meilen beim Bauernhof. So weit dürfte es eigentlich nicht mehr sein. Wäre eigentlich auch für die Dampflok eine schöne Strecke. Und vor allem in Richtung Penzenz wäre es dann easy going, weil es die ganze Zeit bergab geht. Oder fast die ganze Zeit. An die Richtung. So wie die umgesetzt ist von der Simulation, glaube ich, wäre es eine Challenge. Aber man hat bis jetzt auch nichts von Laughter Games gehört mit Ankündigung, da kommen jetzt noch andere Dampflöcke daher. Was hätten sie da irgendwie Schiss davor? Wo ist jetzt der Bahnsteig? Da ist er ja. Klein, aber fein hier. Jö, an all den. Fast perfekt. Boah, Tür auf. Der dürfte aber recht neu sein hier. Von den Gebäuden her, also das kommt sicherlich nachträglich. Da hat sogar so einen kleinen Fluss hier. Was die Kamera manchmal hat, ich meine, hier hinten ist nix. Aber Hauptsache, sie muss da so ranzoomen hier, ne? Verstehe ich einfach nicht. So, liebe Leute, einsteigen. Abfahrt in Kürze. Da, hinzu. St. Earth, Bahnsteig 1. Okay. Das ist ja quasi einmal um die Ecke. Ah, ich glaube, ich sehe den Sinn dahinter. Nachdem sie hier so aufgeteilt ist, dass man sagt, okay, auf der Seite vom Fluss macht man halt hier den Haltepunkt neu und auf der anderen halt den originalen da. 1,5 Meilen Abstand. So würde ich mir das jetzt erklären. Wobei, 1,5 Meilen. Ah, dann ist das schon der ganze Bereich hier.
Wait a moment. Er hört hier einfach auf? Okay. Habe ich das gar nicht realisiert. Gas geben rentiert sich jetzt eh nicht. Ja, okay. Einmal andere Seite vom Hügel. Oder halt. Ich dachte, die Stadt wird da noch ein bisschen weitergehen. Aber es macht schon Sinn, da bei der kleinen Ansiedlung da hinten. Ich dachte eigentlich bei dem Szenario, dass man da bei ein, zwei Bahnhöfen einfach durchfährt und nicht, dass wir hier überall halten. War keine Tragik, aber... Hätte so gerne ein bisschen Express-Feeling gehabt mit Nature's Tea. Ja, Abstellgleise. Ich sehe jetzt die. Moin sehen. Ah, warte mal, ist das jetzt hier, wo es seitlich weggeht? Ja, genau, das ist eine Stichstrecke da hinten. Mitten hoch. Schon irgendwie niedlich, das Signal hier. Boah. Und aussteigen. Was haben wir in der Nähe? Nö, ne? Ja, also voll sind wir jetzt nicht, ne? 1, 2, 3, 4. Hätte noch Platz. So, lass mich mal wieder raus hier. Okay, er war jetzt noch als offen, sehr gut. Ja, aber echt. Es ist echt niedlich. Ach, cool. Ich wusste gar nicht, dass es geht. Aber cool. So. So, da, letzter Halt, Penzance. Bahnsteig 3. Deko, Schmackis. Ja, doch. War eine schöne Fahrt, hat mir gefallen. Gerne wieder. Wobei ich glaube, das nächste Video, was ich machen werde, das ist vielleicht irgendwas auf der Midland Mainline wieder. Aber in TS Classic. Schau, ich glaube, da wäre es eigentlich mal wieder cool, mit der Dampflok zu fahren. Irgendwas Großes. Oder, weil es eh so selten macht, vielleicht mal einen schweren Güterzug mit der Dampflok. Warum eigentlich auch nicht? Mal schauen. Ich werde mal einerseits bei Racing mal gucken, ob ich da was Interessantes finde, aber da hat es eher wenig englischen Content. Okay, Train Sim ist ja am Dichtmachen, oder glaube ich ist schon dicht, bin mir gar nicht sicher. Hm. Ist das eigentlich eine gute Frage? Wo kriege ich eigentlich... Gut, man kann natürlich bei Alan Thompson noch ganz gut englischen Content kriegen, also szenariemäßig. Aber das ist von einem Hersteller.
frage mich halt gerade, vielleicht kann das ja jemand in die Kommentare reinschreiben. Gibt es eine vergleichbare Seite, die so wie RailSim ist, aber für englischen Content? Und vielleicht, wenn wir gerade schon dabei sind, auch für amerikanischen Content, also wie so eine Zentralanlaufstelle. Ich meine, im Browser habe ich mal ein paar Favoriten gemacht von so ein paar kleineren Seiten, die halt Strecken und Szenarien macht, aber es gibt halt wie keinen zentralen Platz mehr, weil gesagt, die UK Trainsim ist ja weg. Und das ist aber auch nie wirklich super up to date. Hatte ich zumindest. Auch wenn da jemand Vorschläge hat, was eine gute Seite ist für Szenarien und so, gerne posten. Da sage ich nicht nein. Ja, bin noch da. Ich glaube, da wird es noch kurz vom Depot eingleisig. Oder das Depot an sich und dann die Einfahrt in den Bahnhof. So, Ankündigung für 50. Meine Bremsen anlegen. Piano. Das geht ja ganz ideal aus mit der ersten Stufe. Tödele. Also falls jemand Bock hat zu schwimmen, ne? Hätten einen fetten Strand hier. Was denn jetzt wieder 70? Ist das doch wahnsinnig. Abstellung ohne Züge leider. Wird eigentlich ein paar HSDs hier rumstehen. Ja, Dieseltankstelle. Da hinten müsste irgendwo die Waschstraße sein. Da hinten ist sie. Ja, ist gut. So eigentlich zweimal. Oder ist eins trocknen? So, ein guter Umschlagplatz hier. Da hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der hier ist. Es ist ja auch so eine geile Konstruktion da. Meine Damen und Herren, unser nächster Halt ist Penzance. Der Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Ja, vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Meilen gefahren. Ah, bin schon ein bisschen mehr gefahren, aber ja gut. Schade, dass er das nicht irgendwie in der Cloud speichert. Was noch nicht angelegt lösen. Achso, ja, okay. Hab nichts gesagt. Sieht auch ziemlich zu aus hier. Ich glaube, da ist keiner drin. Oh,
Okay, schickt uns gerade schön gerade rein. Das ist doch wunderbar. Okay, dann schauen wir mal, bis ganz nach vorne fahren, ohne dass ich irgendwo antätsch. Dass ich hier noch einen Unfall baue auf dem letzten Meter. Wäre nicht das erste Mal. Ja, ich würde sagen, so ist jetzt dann gut. Wunderbar. Da machen wir hier mal die Lichter aus. So, Zugversorgung können wir auch hier ausmachen. So. Aus, verriegelt und wir steigen aus. Wunderbar. Ja, es war eine nette kleine Tour. Ist auch eine wunderschöne Strecke hier. Eiskool. Mehr damit. Und auch du. Ich hoffe, das hat euch auch gefallen. Wenn ja, dann lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Wenn ihr ganz wild drauf seid, dann werdet ihr sogar Kanalmitglied. Dann kriegt ihr sehr viele Folgen im Vorhinein, bevor es auf YouTube veröffentlicht wird. Bis dann, bleibt gesund und mal sehen, was unser nächstes Abenteuer sein wird. Ciao! Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.